Da würde ich ja... Das wären echt 300, 400 Parts. Und ich übertreibe nicht. So langsam habe ich das Gefühl, ich brauche mehr Gehilfen. So langsam wird es hier kritisch, habe ich das Gefühl. Hauen wir doch nochmal einen Schwall raus. Ach ja, es ist übrigens irgendwie schon 3 Uhr in der Früh, als ich angefangen habe. Weil ich, wie gesagt, ich habe die Folgen durchgeguckt und habe dann immer wieder Peter Wolf gesehen. Und dachte ich mir, ach komm, bevor du es vergisst, bevor du es verdrängst, bevor irgendwas, mach es. Und jetzt habe ich es gemacht. So, du hast bestimmt die Armbrüste fertig. Davon 10. Dann machst du jetzt nochmal 10 Eisenrüstung. So. 8, 44, 39, okay. Ich baue, glaube ich, auch nochmal einen zweiten Fischer. Hier hin. Hier ist kein Fisch. Da unten ist Fisch im See. Und? Da komme ich. Ist aber nur auf der Seite Fisch. Das ist wieder typisch. Dann rennt er hier einmal komplett rum. Für Barbecue. Ist hier Fisch im See? Kein Fisch im See. Ja, guck mal hier, ey. Ich habe schon so wenige, dass das schon gar nicht mehr... Ich brauche noch mehr. Wie läuft es denn hier? Oh, auch nur mäßig. Aber besser. So, bist du denn hier jetzt besser dran? Haben wir hier wieder... Ja, wir haben wieder ein bisschen mehr Vorrat. Ja. 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 So, das hätten wir. Jetzt auf zur Schweinezucht. Schweinezucht Nummer 1. Schweinezucht Nummer 2. Guck mal, ja, guck mal hier, ey. Wir haben noch jede Menge an... Weißt du, hier machen wir auch noch mal so ein... Sieht ein bisschen scheiße aus, aber egal. Ich glaube, dem Peter Wolf hat nämlich auch Kaltschuss. Oder Kaltschuss ist bei einigen auch ganz gut angekommen. Also ich denke mal, ich habe echt so eine Schiene bei euch erwischt, dass ihr alte Spiele wirklich gut findet. Beziehungsweise ich habe ein paar Abonnenten erwischt hier auf YouTube, die alte Spiele cool finden. Und ich habe da noch 1, 2, 3 Spiele im Petto, die ich unter Umständen gewillt bin zu spielen. Allerdings bin ich da noch ein bisschen am Hadern, weil die Spiele schwer zu installieren sind, sagen wir so. Also ein Spiel ganz besonders. Beim einen habe ich schon geschafft. Das läuft tadellos einwandfrei auf dem Fraps. Ich habe es probiert. Das andere habe ich noch gar nicht probiert. Und das, wo ich Zweifel habe, da muss ich mir was einfallen lassen. Weil das nämlich nur unter 32er-Bit-Versionen läuft und ich natürlich nur 64er-Bit habe. Und auch nur unter DOS und... Oh, schrecklich. Aber genug davon. Jetzt spielen wir Night Emergence. Wir haben hier jetzt so langsam eine vernünftige Produktion am Mann. Das sieht hier noch alles sehr gut aus. Ich glaube, schwarz mache ich jetzt erst platt. Schwarz an Gelb. Dann fange ich mit Blau an und arbeite mich bei Lila runter. Oder Pink oder was auch immer das ist. Also das LP ist vorbei, wenn ich alle NPCs besiegt habe. Was ich richtig schön finde, auch speziell an diesem Spiel, dass die alten Spiele noch richtig mit Liebe gemacht sind. Die sind richtig in Liebe vom Detail. Ich glaube, das habe ich auch im Tutorial gesagt, dass in diesem Spiel wirklich Liebe zum Detail hier, wie die hier so rummatschen und wie die hier so rumhämmern und ganz besonders die Musik. Hört mal hin, was für coole Musik, ne? Ich meine, gut, das Spiel ist schon nicht mehr Kinderschuhe, der Computerspiel, aber trotzdem sehr, sehr alt. Und die haben sich da so Mühe mitgegeben mit den Kompositionen, mit den Details, mit allem. Und ist doch irre. Heutzutage, wenn du das 100. Call of Duty anhast, dann hast du da immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer schön auf die Fresse, ob es jetzt damals war, ob es jetzt in der Gegenwart ist, ob in der Zukunft spielt. Du haust einfach irgendwem auf die Fresse mit deiner Schrotflinte. Das war's. Das hat irgendwie... Das ist... Inzwischen ist es einfach nur noch einfallslos und stumpfes Rumgebratze. Da ist es doch normal, dass dann
die Jugend von uns von heute einfach komplett in Bach runtergeht, wenn sie einfach nur solche stumpfe Scheiße an den Kopf geklatscht kriegen. Aber sowas hier musst du echt, hier musst du nachdenken, hier hast du, ach komm, das ist es einfach, das ist das Spiel, verdammte Art. Solche Spiele müsste es echt noch mehr geben, auch heute. So, bin ich jetzt ausgekotzt, mir geht's jetzt wieder besser. Kann ich hier nicht mehr? Nee, kann ich hier nicht, okay. Ich bin am Überlegen hier unten. Dann haben die nicht so einen weiten Weg, wobei, nee, so schön ist es gar nicht. Oh, ich sollte vielleicht mal Schweinezüchter ausbilden. Jetzt habe ich mich so verquatscht. Viehzüchter. So, und jetzt baue ich hier. Natürlich, hier kann ich das nicht bauen. Hier. Eine Wurstmacherei. Und dann baue ich hier neben halt noch eine Wurstmacherei. Ganz einfache Kiste. So, Wurst. So, und hier oben habe ich ja jetzt, der ist eigentlich total überflüssig. Ich glaube, den haue ich wieder. Ja, der kommt weg. Und ich jetzt nehme ich hier. Und du läufst. Das wird auch mehr. Das ist alles gut. Ja, so. Dann hauen wir noch eine Ladung Gehilfe raus. Und am besten bald. Was habt ihr denn da? Ja. Task Deliver, sehr schön. Das ist wahrscheinlich Kohle, naja. Das ist Kohle. So. Wollen wir mal planen, was wir als nächstes machen. Als nächstes brauchen wir, was haben wir denn hier noch? Ach ja, guck mal, hier einen Gerber. Eigentlich brauchen wir keinen Gerber, aber wir bauen ihn einfach mal trotzdem. Weil da noch Platz ist. So, den Gerber können wir dann, bauen wir auch mal den hier, nee, können wir hier neben bauen. Und bauen mal hier die Straße hoch. Einfach nur so, weil ich es jetzt voll bauen muss hier. Ja, und dann, wo bauen wir, ach komm, die Kaserne, die bauen wir hier. Schön mitten ins Feld rein. Zack, zack, zack. Einfach nur mal so, damit wir die Straßen verstopfen können. Und da kommt noch ein schöner Platz drumrum. So, richtig schön. So gut es eben, Opala. So gut es eben geht. So. Das ist es erstmal. Und jetzt beschleunigen wir das Ganze ein bisschen und gucken da fröhlich zu. Ist das nicht schön? Bauen die überhaupt noch was oder fristen die gerade ihr Dasein? Ich hoffe, die bauen noch was. Ey. Sonst wird das gleich ganz schön langweilig mit dem Krieg. Aber ich sollte mir vielleicht genauer noch auf einige Sachen eingehen. Im Tutorial konnten wir ja gar nicht hier Eisen, Kohle und Gold abbauen. Also wir haben hier Kohlebergwerke gebaut auf Kohle. Kohle ist das einzige Mineral, was auf dem Boden liegt. Die anderen beiden, Gold und Eisenerz, sind im Berg. Das sieht man hier. Hier ist der silberne Berg schön goldig und hier ist der braune Berg schön silberig. Oder bläulich, weiß nicht. So, und hier können wir dann halt die Minen ranbauen. Habt ihr ja vorhin schon gesehen. Und dann, wie es halt nun mal so ist, wenn ihr das erste Gebäude fertig habt, gibt es das zweite Gebäude. Also gab es dann in dem Fall die Eisenschmelze. Die haben wir dann hier hingebaut. Die Eisenschmelze verschmilzt dann das Eisenerz zusammen mit der Kohle zu Eisen. Zu Eisenbarren. Diese Eisenbarren werden dann in der Waffenschmiede und in der Rüstungsschmiede hier Waffenrüstungsschmiede mit Kohle wieder zusammen verbraucht, Schmerter, Piken und Armbrüste bzw. Eisenschilde und Eisenrüstung herzustellen. Das ist genau dasselbe Prinzip, als wenn wir jetzt hier die Waffenwerkstatt nehmen und einfach Holz da reinschmeißen und sagen, mach mir mal eine Axt. Für die Beliebs. Genau dasselbe Prinzip. Und das wird dann, wenn es fertig ist, als Waffe hier einfach hängen. Hier sehen wir auch hier 10 Armbrüste, 20 Eisenrüstungen, 10 Eisenschilde und 10 Schwerter.
Und die Armbrustschütze machen nämlich auch Eisenrüstung, deswegen habe ich davon 20. So. Und das Gold ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das Problem hat man nämlich vorhin, weil das ist nämlich unser Gold. Im Tutorial hat man natürlich 100.000 Goldeinheiten. Das brauche ich ja dann auch. So viel braucht man ja auch nicht. Deswegen ist es safe. Und durch Kohle und Gold macht man nämlich hier Gold. Beziehungsweise der hier baut ja Goldgestein ab. Der macht das zu Gold. Und durch das Gold können wir dann neue Leute ausbilden. Und das war echt knapp. Gut, dass ich das früh genug gesehen habe. Auf jeden Fall ist das hier dasselbe. Also alles, die ganze, ich sag mal, Schwerindustrie-Sektion arbeitet mit Kohle. Wenn man keine Kohle hat, ist man am Arsch. Dann kannst du wieder zurück in die Steinzeit von deinen Merchants. Und das ist dann, wenn man auch im Internet spielt. Ich denke mal, man kann mit der Version bestimmt auch irgendwie im Internet spielen, wenn das Spiel irgendwer noch hat. Und damit auch im Internet spielen möchte, ist es auf jeden Fall richtig pain in the ass, wenn du keine vernünftige Rittergarde zur Verfügung hast. Richtig pain in the ass. Und das ist ein richtig cooler Satz. Pain in the ass. So, und jetzt fangen nämlich unsere schönen Gehilfen hier an, unsere Kaserne zu bestücken. So, und jetzt bauen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt brauchen wir einfach mal 10 Rekruten. Schnelldurchlauf. Oh, warte mal. Hier ist was kaputt. Was ist? Haus ist nicht bewohnt. Gehe zu. Ach ja, hier. Genau, Gerber. Warte mal. Fleisch, Gerber. Das sind die gleichen. Also 3 Gerber. Und ein Schreiner. Drei Gerber. Na komm, mach hin. Gerber und ein Schreiner. So. Und dann nochmal 4 Rekruten. 2, 3, 4. So. Ja. Sehr gut. So, jetzt fangen wir nämlich auch an, hier Würstchen zu machen. Jetzt ist alles gut.